Was war der große Hit neben Elisabeth T. Spira dieses Jahr im Sommer im ORF? Natürlich die ORF-Sommergespräche. Und die waren so erfolgreich, dass der ORF inzwischen überlegt, auf diesen Erfolgszug aufzuspringen und auch Herbstgespräche ins Programm zu nehmen. Ja, herzlich willkommen bei den Herbstgesprächen des ORFs. Hier bei mir sind die Koordinatoren der Regierung, der Kulturminister Ostermeier. Hallo. Grüß Gott. Und warum auch immer die Innenministerin da ist, weiß der Teufel. Weil ich aufpassen muss, das Böse lauert immer und überall, ja, so ist es. In meinem konkreten Fall stehen es einen halben Meter neben mir. So, kommen wir ganz kurz zum Herrn Ostermeier. Die ÖVP hat versucht zu punkten in den letzten Wochen mit Hilfe einer Filmfigur, dem Django, Django Mitterlehner, und vielleicht sogar ein Erfolg. Was macht die SPÖ? Greifen Sie auch auf eine Filmfigur? Ja, wir müssen das natürlich toppen. Wir haben einen Top-Regisseur, der jetzt ein Biopic macht über Bundeskanzler Faymann. Noch zu Lebzeiten über diesen großen Mann. Was für so ein Scheiß haben sie gehört oder was? Und beim Restsport? Also das ist eine völlige Schnapsidee. Das wird kein Mensch wird sich das anschauen, diesen blöden Film den Faymann und was das kostet. Das muss gar nicht so viel kosten, ja, weil wir haben eine Methode jetzt entdeckt, wo man alte Ausschnitte aus dem Fernsehen zusammenschneiden kann, dann nachvertont, neu synchronisiert. Das schaut erstaunlicherweise sehr echt aus, täuschend echt. Und da werden die Grünen auch zustimmen, weil das ist ja Recycling. Na super, wenn Sie das so meinen. Ah, was ist da? Moment, bei der Innenministerin leuchtet ein Lampe, das heißt, sie will etwas von sich geben. Was ist denn? Ja bitte, das ist eine Vernichtung von Arbeitsplätzen, da wird die Filmindustrie rehren. Außerdem, Raubkopierer sind Verbrecher, ja, das ist ja eine Verletzung von Urheberrechten, ja, und Raubkopieren ist die Einstiegsdroge in den Waffenhandel oder den Dschihadismus, wie wir wissen aus Studien, ja, verstanden? Das machen wir nicht. Ja, das habe ich verstanden, aber ich rede sie von selbst. Aber sie hat recht mit den Rechten, da gibt es ein Problem, oder? Nein, Rechte kann man sich auch kaufen, das hat schon der Schüssel bewiesen, der hat auch die Rechten gekauft. Okay, nur wenn Sie das so sehen, dann ist das Thema ja eigentlich abgehakt. Er läutet schon wieder. Das gibt's ja nicht. Also ich will da ernsthafte Fragen stellen und werde die ganze gestört, weil das Funzel da schon wieder was von sich gibt. Was ist los? Hast du mich gerade Funzen genannt? Habe ich richtig gehört? Du, pass einmal auf. Ich habe andere Mittel und Wege. Ich kann die Besetzungsliste neu machen von diesem Film. Dann wirst du keine Rolle bekommen. Ich bin ja aus dem Fernsehen. Also insofern, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand diesen Film machen will. Oder, Frau Kollegin? Doch, denn der Regisseur dieses Biopics über Werner Faymann ist bereits bei mir. Es ist der Regisseur, der berühmt geworden ist mit Foot or Speidel, Ulrich Seidel. Grüß Gott. Wie weit ist der Film bisher schon gedient? Ja, der Film ist abgesagt mit dem Faymann. Ist eh besser, der will Fahrt waren. Aber wir haben jetzt eine neue Besetzung. Es wird jetzt ein Film über eine schwarze Lady und wir haben auch schon einen Trailer. Da wird es viele Skandale geben. Der neue Film von Ulrich Seidel. Ja, früher war ich allein und jetzt habe ich ein Mini-Mi. Ja. Ja, diese Mini-Mickel. Wir kämpfen jetzt gemeinsam gegen das Böse. Ja. Also aufpassen. Vielen Dank, Maschek. Dankeschön. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben ein neues Programm im Rabenhof, wo die Puppe auch vorkommt, die wir gerade gesehen haben.